Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Die Eiswand, die bin ich jetzt schon hochgeklettert. Und jetzt folgen wir mal diesem komischen Typen, der mir gesagt hat, ich soll dem Typen folgen. Machen wir erstmal die Vorstellung hier. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PS3. So. Schade, dass es diese Waffe nicht im Multiplayer gibt. Schön wär's ja. Dann könnte man hier anstatt ein Messer sowas nehmen. Also so rumlaufen mit der Akimbo. Bam. Yo. Okay. Der Typ hat gesagt, wir sollen springen. Dann machen wir das mal. Ja. Oh Gott. Da geht's runter. Ich muss aber schon sagen, ich habe die Mission schon gespielt. Klar, MW2. Ich hab's hier schon. Zack. So, jetzt muss ich mal schnell ruhig sein. Das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal versucht jetzt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe es nie geschafft. Oh, ich habe es geschafft. Gott sei Dank. Und jetzt auch mal eine anständige Waffe hier. Oh, geil. Das liebe ich hier. Guck mal. Aber im Online-Modus kannst du das nicht aufmachen, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube, da ist es immer so. Ich finde halt einfach, das Feeling ist so geil. Hier, guck mal. Oh. Hey, guck mal, wie ich das aufmache. Hä, was? Unbekannte Kontakte? Aber guck mal hier, wie ich das Ding öffne. Ah, ist das ein cooles Geräusch. Guck mal. Boah, ey. Ist ein kleiner Mini-Fernseher. Boah, stirb. Und der Chat. Jetzt gucken wir mal, was für geile Waffen die haben. Oh ja. Ja, das sieht mir schon besser aus hier. So, jetzt müssen wir nämlich in diese Basis eindringen. Und am Ende, da geht's ab. Da gibt's eine fette Explosion, das kann ich euch sagen. Ja, hau mal ab hier aus meiner Schusslinie. Boah, kacke, der glaube ich, der hat noch gezappelt. Jo, ist auf jeden Fall tot, würde ich mal sagen. So, Farmers Rotpunktvisier, die nehme ich jetzt mal mit. Das ist eigentlich jetzt relativ einfach, was passiert. Ich muss nämlich jetzt hier einfach nur nach vorne gammeln und mich dann gleich verstecken. Und das Gute, ja, der Nebel. Das ist wirklich toll, dass der Nebel da ist. Jetzt bin ich mich gut versteckt. So, jetzt kann ich auch mal ein kleines Thema anwerfen hier. Ich wollte mich mal hier ganz herzlich bedanken bei euch. Was für geile Abonnenten ich habe. Ehrlich jetzt. Es ist für mich immer wieder unbeschreiblich, wisst ihr? Als YouTuber macht man sein Video, sitzt vielleicht still vor seinem Kämmerchen oder in seinem Zimmer, macht sein Let's Play ganz, alles ist ruhig. Man redet da in sein Headset rein, aber man begreift teilweise gar nicht, dass so viele Leute das Video sehen. Ja, das ist wirklich krass. Finde ich krass. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel online spiele, dann sagen Leute Florian, Florian. Und ich denke mir, scheiße, kennen wir uns? Ja, ich kenne dich von YouTube. Oh, scheiße, Mann. Ja, ich mache ja so seit einiger Zeit auch Real-Life-Videos. Und ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich reagiere, wenn irgendwann mal jemand kommt und sagt, hey, bist du der von YouTube? Also ich würde erstmal rot anlaufen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich würde wahrscheinlich wirklich rot anlaufen, weil es mir einfach wahrscheinlich ein bisschen peinlich ist. Sag ich dir ganz ehrlich. So. Jetzt muss ich hier natürlich erstmal durchlaufen. Ist ja nicht besonders schwer hier. Ne, manche verstecken sich jetzt gleich. Das ist eigentlich bei dieser Mission total Quatsch. Ne, man muss sich jetzt auch nicht unterm Wohnwagen verstecken. Es reicht auch, wenn du hier hockst. So, jetzt platzieren wir das Teil. Und gehen nach hinten. So, 108. Oh, die Aufnahme wird tatsächlich ein bisschen länger, glaube ich. Oder ich mache einen neuen Teil. Ah, scheiße. Stirbt. Oh, jetzt geht's gleich ab, weil jetzt gibt's gleich eine fette Explosion. Ah, kacke. So. Ja, schaltet auf jeden Fall ein im nächsten Teil. Warte, wir laufen noch bis zum Punkt, wo wir hin müssen. Das ist nämlich da hinten.
Da müssen wir jetzt rein. Und da treffen wir dann den einen Kollegen. So. Was ist denn das? Ein Atomfass? Jo, dann sehen wir uns im nächsten Teil, würde ich sagen. Haut auf jeden Fall rein. Atomzeichen, das klingt nicht gut. Mal gucken, was uns erwartet. Haut rein. Bis dann. Ciao.